Roland Goller hier auf dem Typo 3 Camp. Wieder mal, du hast letztes Mal schon einen Talk gehalten zu deinem Lieblingsthema Coden und Gesundheit. Diesmal gehst du aber wieder zurück zum Thema Testing. Warum? Testing ist wichtig für uns. Wenn wir Unit-Tests haben, können wir einen Zustand der Applikation abbilden und dann Refactoring betreiben. Das bedeutet praktisch, dass wir den Code aufräumen. Damit ist er weniger chaotisch. Chaotischer Code ist eine technische Schuld. Technische Schulden machen uns Kopfschmerzen. Kopfschmerzen machen uns krank. Und das führt zu nervlichen Erkrankungen, die wir alle irgendwie auch nicht brauchen. Inwiefern ist Typo 3 für gutes Testing geeignet? Generell sind alle Applikationen oder die man halt schreibt, jede Software ist für Testing geeignet. Typo 3 ist besonders dafür geeignet, weil es auch vom Core direkt entsprechendes Core-Testing gibt. Auf das kann man zurückgreifen, daran kann man sich auch inspirieren. Und Typo 3 steht in meinen Augen auch für Softwarequalität, zumindest vom Core aus. Und wir entwickeln eben halt Extensions, die auch auf dem Core basieren. Von daher sind wir eigentlich ganz nah dran und müssen das eigentlich nur abrufen. Wie sieht das mit der realen Nutzung aus? Also, dass man es kann, heißt nicht, dass die Leute das wirklich machen. Es gibt ja immer viele Vorbehalte gegen Testing. Tatsächlich ist Testing sehr selten. Der Kunde will das nicht zahlen. Das wird irgendwo immer hinten dran geschoben, fällt hinten runter. Dabei ist es eben halt wirklich elementar, mit Testing vielleicht auch anzufangen. Damit arbeitet man schneller und zuverlässiger. Leider werden in der heutigen Zeit aber immer noch oft Stunden Verkauf, Dienstleistungsstunden, und in dem Kontext ist natürlich Softwarequalität ein wenig störend, weil effektive und effiziente Softwareentwicklung natürlich nicht das Geld und den Umsatz bringt wie Legacy-Applikationen. Aber wo ist ja der Flaschenhals? Also dem Kunden könnte man im Grunde ja diese Argumente verkaufen. Weiß der Kunde nichts davon? Sind es die Agenturinhaber oder Projektmanager, die das Thema nicht ernst genug nehmen, oder ist es dann doch der Programmierer, der auch keinen Bock hat, die ganzen Tests zu schreiben? Ich glaube, das liegt einfach an mehreren Ecken. Also auf jeden Fall ist der Kunde im Nichtwissen oder wird vielleicht auch in diesem Nichtwissen gehalten. Ihm wird immer erzählt, es wird hier sehr professionelle Entwicklung betrieben. Und wir als Agenturen, wir als Freelancer, wir als digitale Arbeiter haben allerdings auch das Problem, dass immer wieder Leute für wesentlich billiger irgendwelche Ergebnisse eben halt zusammenzimmern. Hauptsache die Startseite läuft und es sieht eben halt schick aus. Was dahinter ist, da gibt es kaum Aufklärungen drüber. In meinen Augen sind es die Entwickler, die eben halt hier mal auch auf den Tisch hauen sollten, weil sie zurzeit eben halt auch den Drücker im Arbeitsmarkt haben und eben halt auch ihre Arbeitsbedingungen fordern können und das eben halt tun sollten. Das heißt aber im Grunde, wenn man es richtig vermitteln könnte, wäre es eigentlich eine Win-Situation für alle Beteiligten. Der Kunde hat ein langfristig zufriedenstellenderes Produkt, das er sicherer annehmen kann. Die Agentur verdient mehr, weil sie das Testing mitverkaufen kann, und der Programmierer geht mit ruhigen Nerven nach Hause. Auf jeden Fall. Es ist nachhaltige Softwareentwicklung. Das ist eben halt wirklich wichtig für uns. Wir haben nicht mehr diese Wegwerfseiten aus dem Jahr 2000, wo wir irgendwelche kleinen Kampagnen mal eben halt hochziehen oder 5-Klick-Internet-Visitenkarten entstehen. Über unsere Internetseiten wird Geld verdient. Da wird Umsatz generiert. Da werden Leads generiert. Da werden irgendwelche User-Abschlüsse gemacht, irgendwelche Newsletter verkauft oder sonstiges. Und insofern ist es natürlich im Interesse von allem, dass das zuverlässig und sicher läuft. Okay, also Leute, denkt ans Testen und lasst euch im Zweifelsfall von Leuten wie Roland dazu beraten. Das bringt unterm Strich wahrscheinlich mehr. Vielen Dank.